Ja, servus Freunde, herzlich willkommen auf dem Cardano-Kanal. Jeden Sonntag gibt es hier auf diesem YouTube-Kanal die aktuellen News rund um das Cardano-Ökosystem, also was sich die letzte Woche so getan hat. Nach dem Cardano-Summit, das stattgefunden hat, haben sich die News-Wogen wieder etwas geglättet. Trotzdem gibt es natürlich die ein oder anderen coolen News für diese Woche. Wir befinden uns jetzt in Epoche 448. Der Ada-Preis ist bei 38 Dollar Cent, also hat echt eine krasse Performance hingelegt. Wir sehen hier im letzten Monat fast ein 60-prozentiger Anstieg, aber dazu kommen wir eh noch später, dann am Schluss des Videos. Es sind immer noch knapp 63% aller umlaufenden Ada gestaked, um das Netzwerk abzusichern in über 3000 Stakepools. Und falls wir gerade dabei sind, wer auf der Suche nach einem Stakepool ist, der würde diesen Kanal extrem unterstützen, wenn ihr sich für den DACH Stakepool entscheidet. Leider ist der Stakepool noch extrem klein mit 480.000 gestakten Ada, also die Blöcke werden eher unregelmäßig produziert, aber über einen längeren Zeitraum bleibt sich das dann trotzdem gleich. Ja, wir schauen uns als erstes ein paar sehr, sehr bullische On-Chain-Daten an von Cardano. Also seit diesem Cardano-Summit, was in Dubai stattgefunden hat, sind die On-Chain-Aktivitäten für Cardano wirklich sehr, sehr positiv. Wir sehen hier auf Into the Block, dass 38% mittlerweile mit diesem Ether-Preis von 38 Cent im Netto-Plus sind. Wir haben wie üblich bei Cardano eine relativ starke Preiskorrelation mit Bitcoin. Wir sehen auch hier auf der Seite der Daily Hodl, dass Cardano wieder einmal die Riege anführt in Sachen Development-Aktivitäten. Wir sehen hier Cardano auf dem ersten Platz mit 502 GitHub-Commits und an zweiter Stelle Polkadot, dann Kusama. Und wir haben hier auch einen sehr interessanten Chart, der zeigt, dass die On-Chain-Wahltransaktionen extrem gestiegen sind. Wir sehen hier die über 1 Million Dollar schweren Transaktionen sind hier die letzte Woche regelrecht durch die Decke gegangen. Also das Interesse an Ada und an Cardano scheint wirklich extrem zu steigen. Was ich persönlich schon sehr zurückführe, auch auf diese Partnerschaft mit Polkadot und auf das Midnight-Projekt. Denn wie wir ja schon besprochen haben, ist Cardano ja eine Partnerschaft eingegangen mit Polkadot, einer anderen Layer 1 Blockchain, die auch von einem ehemaligen Ethereum-Mitgründer gegründet wurde. Und die haben hier eben eine Software entwickelt namens Substrate, die jetzt auch von Cardano genutzt wird, um sogenannte Partner-Chains zu integrieren, die komplett problemlos dann mit Cardano interagieren können. Also wir haben nicht mehr dieses Bridging-Problem, was ja gerne ein Angriffsvektor ist für Hacker. Und IOG hat hier eben Substrate ausgewählt, da es Open Source ist und bereits mehr oder weniger einsatzgetestet wurde. Finde ich sehr schön, dass diese zwei sehr, sehr starken Projekte jetzt miteinander kooperieren. Und wie auch schon erwähnt, ist ja Midnight dann die erste Partner-Chain, die auf Cardano gelauncht wird. Und bei Midnight wird das DevNet am 13. November online gehen. Bedeutet morgen am Montag. Und dafür wurden eben in letzter Zeit sogenannte Midnight-Pioniere ausgewählt, also Entwickler in der Cardano-Community, die sich da freiwillig gemeldet haben, um eben auf diesem DevNet erste Erfahrungen mit der Midnight-Chain sammeln zu können. Und ja, da dürfen wir sehr, sehr gespannt sein, wie das Feedback sein wird dieser Entwickler auf Midnight. Unter anderem hat auch der YouTuber BigPay ein Interview geführt mit dem CEO von Midnight. Und die dringendste Frage, die eigentlich jeden Cardano-Halter am meisten interessiert, ist natürlich, inwiefern profitiert man als Cardano-Halter? Denn es wurde ja mehr oder weniger schon bestätigt, dass es einen Airdrop geben wird. Bedeutet automatisch, dass man als ADA-Holder dann auch diese Midnight-Tokens bekommen wird. Und ja, ihr habt richtig gehört, es wird wahrscheinlich zwei Tokens geben auf Midnight. Warum und wieso das so sein wird, werden wir ein andermal besprechen, wenn mehr Details bekannt sind. Auf alle Fälle wollte sich der CEO hier öffentlich auch noch nicht festlegen auf die Tokenomics von diesen Midnight-Token und wie die ausgeschüttet werden oder ausbezahlt werden. Aber was man schon sagen kann, ist, dass Stakepool-Operatoren, die derzeit Cardano absichern, dann in Zukunft auch mehr oder weniger eine Midnight-Node betreiben können werden, wobei dann auch die Delegatoren natürlich diese Midnight-Tokens verdienen können. Also es bleibt spannend, das Thema rund um Midnight ist in den letzten Wochen tatsächlich explodiert. Und wie ich finde, hat das auch seine Gründe, denn es ist wirklich ein extrem starkes Projekt. Als nächstes haben wir auch wieder News von Dex Hunter, dieser Dex-Aggregierungsplattform, die die besten Preise möglich macht, wenn man Cardano Native Tokens tauschen will. Und die arbeiten schon wieder an einer neuen Integration. Hier steht Coming Soon in diesem Tweet.
Und wir sehen hier einen Screenshot, wo Ethereum gegen Handtokens ausgetauscht werden. Bedeutet, Ethereum wird auf irgendeine Art und Weise Einzug finden bei Dex Hunter und es wird möglich sein, mit Ethereum Cardano Tokens kaufen zu können, was natürlich richtig cool ist. Und weiter unten in den Kommentarbereichen steht auch, dass es nicht nur bei Ethereum bleiben wird, sondern es wird auch Solana, Matic, USDT, USDC und es sagt hier sogar, alles was man will, wird hier kommen auf Dex Hunter, was natürlich immense Liquidität zu Cardano bringt, was natürlich extrem positiv ist für Cardano. Denn wir wissen ja, das Stablecoin-Thema auf Cardano ist ja nicht so easy, obwohl im Dezember der viertgebackte Stablecoin USDM auf Cardano kommen wird. Ja, dann auch wichtige News diese Woche, wie ich finde, die haben jetzt nicht direkt mit Cardano zu tun, aber mit dem größten Konkurrenten Ethereum und BlackRock, dieser Finanzgigant, den bis vor ein paar Wochen noch alle Krypto-Leute gehasst hatten, weil es der Inbegriff ist für die finanzielle Elite. Der ist mittlerweile das Lieblingskind der Bitcoin-Maximalisten. Nichtsdestotrotz gibt es nun genügend Hinweise dafür, dass nach dem Bitcoin-Spot-ETF von BlackRock auch ein Ethereum-Spot-ETF von BlackRock kommen wird. Ist natürlich bullish für den Ethereum-Preis. Inwiefern dieser Eintritt dieser Bankgiganten positiv ist für den Kryptomarkt, das wird dann erst die Zukunft weisen. Natürlich ist es auch so, dass dann große Investoren die Möglichkeit haben, über diesen ETF regulierungskonform in den Kryptomarkt einzusteigen, was natürlich auch sehr positiv ist. Dann spannende News auch von der digitalen ID-Front, denn auf europäischer Ebene wird hier sehr, sehr stark und energisch daran gearbeitet, diese sogenannte eID auszurollen bzw. den Framework dafür festzulegen und IMX, dieses Self-Sovereign-ID-Protokoll auf Cardano, hat hier schön zusammengefasst, was letzte Woche am Mittwoch hier besprochen wurde. Und zwar will man hier mit diesem eID den Europäern eine sichere digitale Wallet zur Verfügung stellen, die natürlich kostenlos ist, in welcher dann der nationale ID mit persönlichen Eigenschaften hinterlegt werden, um EU-weit einfachen Zugang zu Services zu haben. Teile davon werden Open Source sein, aber eben nur Teile davon, also nicht alles. Laut heise.de ist aber zumindest nun vom Tisch, dass diese ID zu einer EU-weiten Pflicht werden soll. Und ich denke, wir im Kryptobereich wissen natürlich, welche Gefahren hier lauern bei solchen digitalen Identitäten, besonders wenn es eben keine Self-Sovereign-IDs sind. Und hier wird ganz klar gesagt, die Verlockung, sich mit einer einzigen offiziellen eID-App bequem bei Facebook oder Google anmelden zu können, sei eine Falle. Ja, wer mehr wissen will zum eID-Thema, der kann gerne mein Video anschauen zu Adal Prism. Da bin ich darauf eingegangen, wo eben die Unterschiede liegen zu Self-Sovereign-Identities im Vergleich zu solchen Federal Identities. Ja, aber eben nicht nur EU-weit wird hier Fortschritt gemacht bei diesen EIDs, die auf alle Fälle früher oder später kommen werden, sondern auch IMX macht Fortschritte. Und sie schreiben hier in diesem Tweet, dass sie hier die erste Integration ihres IMX Onboarding Assistenten in Progress haben. Und das ist eine Software as a Service, wo dann eben Plattformen die Möglichkeit haben, KYC, also Know Your Customer, Know Your Business, Anti-Money Laundering, also Anti-Geldwäsche und Know Your Transactions hier dezentral umzusetzen und das alles mit dynamischen Fragebäumen. Also ja, IMX hier meine Hoffnung auf eine dezentrale ID-Lösung. Ganz, ganz starkes Team, ganz, ganz starkes Projekt. Schaut es euch auf alle Fälle mal an. Ja, dann haben wir diesen Cardano Blockchain Certified Kurs, der am 1. Dezember 2023 launchen wird. Und hier wird man eben die Möglichkeit haben, in 4 Modulen, 29 Units und in 6 bis 8 Stunden sehr, sehr tiefe Einblicke in Blockchains zu bekommen. Also ich hatte hier kurzzeitig Einblick in die erste unvollständige Version. Und ich muss sagen, das wird wirklich richtig gut erklärt. Also wer Interesse hat, der kann sich hier registrieren. Ja, das Cardano Total Value Locked befindet sich auch mittlerweile bei knapp 260 Millionen US-Dollar. Also hat in den vergangenen Wochen ein wirklich starkes Wachstum hingelegt, wenn wir hier bedenken. Unser letztes All-Time-High im März 2022 lag bei 326 Millionen US-Dollar. Da hatten wir aber noch einen Preis von etwa einem Dollar bei Cardano. Und wir sehen hier, wenn wir umschalten, dass mittlerweile schon über 660 Millionen ADA hier gelockt sind in Smart Contracts. Also ganz starke Performance. Diese TVL-Anstiege werden natürlich in Dollar gemessen, bedeutet der ADA-Preisanstieg hat hier natürlich auch seine Wirkung. Nichtsdestotrotz starke Performance von Cardano in diesem Bärenmarkt. Das dürfen wir ja nie vergessen. Ja, dann schauen wir uns den Weekly Development Report an und wir sehen hier, wir haben jetzt fast 150 Projekte, die auf Cardano gelauncht haben
und über 1300, die auf Cardano bauen. Mittlerweile schon 9 Millionen Native Tokens. Mithril wurde mittlerweile auch schon zu einem dezentralen P2P-Netzwerk und der Fund 11 vom Project Catalyst ist auch bereits in Vorbereitung. Ja, und wenn wir uns den Cardano ADA-Preis anschauen, dann sehen wir hier wirklich eine extrem starke Performance in den letzten Wochen. Wir befinden uns auf dem RSI auf Tagessicht immer noch in ziemlich überkauften Regionen. Also früher oder später wird hier eine Preiskorrektur sicher kommen. Aber ja, sag niemals nie, wer weiß das schon. Natürlich, wenn man hinauszoomt hier und das große Ganze betrachtet, dann ist es natürlich weniger spektakulär. Trotzdem sehen wir, dass wir hier bereits 5 oder 6 Mal diese Grenze von 23, 25 Dollar Cent hier getestet hatten in diesem Bärenmarkt. Und jetzt sehen wir einfach eine ganz, ganz starke Gegenbewegung nach oben. Ich traue mich aber einfach noch nicht zu behaupten, dass das das Ende des Bärenmarktes ist, beziehungsweise dass das der Boden war. Denn das kann man bekanntlich ja nie wissen. Und wenn wir hier umschalten auf den Weekly Chart, dann sehen wir hier in den letzten 4 Wochen eine wirklich unglaublich starke Performance vom Ether-Preis. Wir sind hier ganz klar über diesen 21er Durchschnitt gebrochen, der ja immer eine sehr, sehr schöne Resistance war. Und ja, wir dürfen gespannt sein, wie das mit dem ADA-Preis weitergeht. Denn eins darf man auch nicht vergessen, im letzten Bärenmarkt hatten wir ein Low von knapp über 2 Cent und sind dann auf über 3 Dollar gestiegen. Wenn man das natürlich umsetzt auf die 25 Cent, dann wären das natürlich unglaubliche ADA-Preise. Aber das ist natürlich reines Hopium, was ich hier verbreite. Jedenfalls, ihr kennt meine Einstellung. Ich bin immer noch beim Dollar Cost Averagen, wenn das ein deutsches Wort ist, bedeutet jede Woche eine kleine Summe in ADA investieren. Das war und ist weiterhin meine favorisierte Investitionsmethode. Ja, ich hoffe sehr stark, das Video hat euch gefallen. Falls euch dieser Content generell gefällt, dann lasst gerne ein Abo da und ihr werdet jeden Sonntag versorgt mit den aktuellen Cardano News. Solltet ihr Fragen haben, kommt gerne in unsere Discord-Gruppe oder schreibt einen Kommentar unter dieses Video. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao.